Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Weiter geht's mit dem Standarddepot. Wir bewegen uns jetzt hier im Industriebereich und frohe Nachricht für einige, denen nicht gefallen hat, dass als wir schon mal im Industriebereich waren, 3M gefehlt hat. 3M ist heute dabei. Aber vorher gucken wir ja noch an, wie die letzte Abstimmung ausgegangen ist. Und Trommelwirbel. Der Sieger ist Amazon mit 1% Vorsprung vor Alphabet und Facebook völlig abgeschlagen. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich meine Facebook-Gruppe auflösen soll, aber sie ist noch da, keine Sorge. Ja, für Amazon habe ich reingenommen als Sparplan und das habe ich auch schon hier schön abgebildet. Heute Morgen noch einen Screenshot gemacht, ganz brav. Hier sehen wir alle momentan 12 Sparpläne im Starterdepot. Hier sehen wir Amazon natürlich noch nicht ausgeführt. Das Starterdepot hat ja oder soll am Ende 20 Aktienpositionen beinhalten. Wir sind auf gutem Wege, es zu füllen, eben um von langfristig steigenden Kursen und langfristig steigenden Dividenden zu profitieren. Wer noch kein Starterdepot hat, ich darf das Starterpaket wieder vorstellen. Das gibt es nämlich hier. Und da könnt ihr zur Consorsbank oder zur comdirect gehen über diesen Link und dann gibt es noch 90 Tage Vollmitgliedschaft oben drauf. Ich habe übrigens die Tabelle ein bisschen schöner gemacht und da sieht man dann eben noch hier die Bonus. Das ist eine neue Spalte, man kann ja diese 90 Tage Vollmitgliedschaft mit den Boni oder mit den Neukundenaktionen der jeweiligen Broker kombinieren. Dann kriegt man eben beides. Deshalb nenne ich es halt auch das Starterdepot oder das Starterpaket so rum. Zurück zum Starterdepot. Ja, wir bewegen uns ja jetzt im Uhrzeigersinn in der zweiten Runde und wir sind jetzt hier angelangt. Ach so, vielleicht noch ganz kurz. Es war ja nicht jeder glücklich, dass wir jetzt Aktien aufnehmen, die keine Dividende bezahlen, also Amazon. Also wer nicht zufrieden ist oder wer das nicht mitträgt, ist ja kein Problem. Der lässt es einfach weg und weicht gegebenenfalls auf eine andere Aktie aus. Wir haben ja hier unten viele andere Aktien schon behandelt, von denen es ja nicht jede ins Depot geschafft hat, weil sie nicht in der Abstimmung gewonnen hat. Und es gibt noch genügend andere gute Aktien oder man lässt einfach mal was aus. Das Ganze, ich sage es immer, nur als Inspiration sehen. Und sich dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Und das war ja wieder die super Überleitung hier zum Risikohinweis. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Jetzt also zum eigentlichen Aktienfinder und zwar ist der hier. Mein Name ist übrigens Thorsten Tiet und ich bin der Gründer der Seite aktienfinder.net. In dieser Plattform geht es darum, Aktien zu finden mit langfristig steigenden Gewinnen und von langfristig steigenden Dividenden und Kursen zu profitieren. Wir haben jetzt diese drei Aktien, 3M, Honeywell International und Siemens. Und das sind drei Industriegiganten oder anders ausgedrückt Industriekonglomerate. Das heißt, es sind so Tausendser, die überall tätig sind, wie beispielsweise auch General Electric. Aber bei General Electric, da ist man ja auf die Nase gefallen und bei den dreien hier läuft es doch deutlich besser. Und 3M, das sehen wir ja hier schon, hat aber auch enttäuscht in den letzten Monaten. Da haben wir nämlich einen ordentlichen Kursrückgang zu verkraften. 3M habe ich mal näher analysiert und das blende ich dann hier oben auch ein. Könnt ihr auch dann anschauen. Das heißt, 3M werde ich auch versuchen, relativ kurz zu halten. Allgemein könnte man wahrscheinlich sicher zu jedem von diesen Unternehmen ein Buch schreiben. Oder eine ganze Enzyklopädie. Wir machen das jetzt ja relativ kurz und natürlich hier eher fundamental. Und wer noch das eine oder andere dann dazu zu beizutragen hat, der kann ja das gerne in die Kommentare reinschreiben. An der Stelle auch danke für die ganzen vielen tollen Kommentare von eurer Seite. Jo, 3M, wo hakt's denn da eigentlich? Also wir sehen, dass langfristig ist es ja sehr erfolgreich, aber die haben eben die Umsatz- und Ergebnisprognosen gekürzt um ein paar Prozentpunkte. Ich hatte im Video erwähnt, dass es auch oder insbesondere an den Wechselkursen lag. Und ich habe auch mal was aufgeschrieben. Ich habe mal in den letzten Quartalsbericht nochmal geschaut, wie viel das dann so ausmacht. Und ich habe es auch gleich. Zum Beispiel haben die jetzt in Europa im letzten Quartal einen Umsatzrückgang gehabt um 9,4%. Das ist natürlich schon eine Hausnummer.
Davon waren aber 5,8% dem stärkeren US-Dollar angeblich, also so stand es da, geschuldet. Das heißt, organisch ist dann der Umsatzrückgang noch 3,6% und nicht 9,4%. Gut, insgesamt ist es aber erstmal weniger dramatisch. Also der 3M ist nicht in einer Riesenkrise oder so. Das sieht man, wenn man sich jetzt mal den Umsatz anguckt. Zum 31.12.2018, da war er bei 32,76 Milliarden US-Dollar. Und jetzt ist er ganz, also etwas niedriger bei 32,1 Milliarden US-Dollar. Ja? Von 32,7 auf 32,1 Milliarden. Das ist nicht schön, ja. Auf der anderen Seite, das ist auch kein absoluter Einbruch und die Margen sind in der Zeit auch sogar wieder leicht gestiegen. Insgesamt erwartet 3M ein organisches Umsatzwachstum zwischen minus 1 und plus 2%. Also, wir sagen einfach mal eine Seitwärtsbewegung. Aber eine Seitwärtsbewegung ist halt zu wenig, um ein hohes Kursniveau, und das werden wir auch gleich sehen, zu rechtfertigen. Und deshalb kam halt der große Kursrückgang dann da. Auf der anderen Seite, auch das werden wir sehen, ist das jetzt vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt für 3M. Hier natürlich dann wieder die ganzen Dividendensteigerungen und steigende bilanzierte Gewinne und steigende Cashflows. Das ist alles nichts Neues. Gehen wir mal kurz in die Voranalyse rein. Und da sehen wir dann auch, dass die Dividenden schön gedeckt ist an der Tilgungskraft. Hier gucken wir uns das nochmal vielleicht an. Schulden machen wir weg. Und das sieht man hier, die Tilgungskraft, die nach wie vor sehr hoch ist. Das heißt, wir haben freien Cashflow von 5,4 Milliarden, wir haben Dividenden von 3,2 Milliarden. Das heißt, da bleibt eine Tilgungskraft über von 2,1 Milliarden. Dividenden sind also nicht in Gefahr und können auch weiter gesteigert werden. Das Ganze sieht man auch, wenn man hier den freien Cashflow einblendet, dann sieht man, dass wir hier noch ein bisschen Luft haben. Was mir hier übrigens noch aufgefallen ist, und zwar positiv, bei den Aktienrückkäufen. Also Aktienrückkäufe gibt es viele, also die Treasury Stocks, das ist eine der größten Bilanzpositionen überhaupt, wenn man sich die Freiheit nimmt, den Assets dazu zu zählen, was ja eigentlich bilanztechnisch falsch ist. Also das lernt man bestimmt nicht an der Uni oder in der Buchhalterschulung, aber wir machen das einfach mal. Und da sieht man, dass die Treasury Stocks hier, wie viel betragen die jetzt? Knapp 30 Milliarden. Und das Kernvermögen ist 25 Milliarden. Und selbst wenn man dann noch Cash und Wertpapiere dazu zählt, ist es immer noch leicht unter oder ungefähr genauso viel wie die Bilanzposition eigener Aktien. Trotzdem wird nicht auf Teufel komm raus eigene Aktien nachgekauft. Viel wurde gekauft 2014, 2015, aber dann ging es ja schon zurück. Und in 2017, als der Aktienkurs und 2018, als der Aktienkurs so hoch war, da hat dann das Management gesagt, wir kaufen weniger eigene Aktien zurück. Und das finde ich schon ganz sympathisch, weil das machen nicht alle Unternehmen so, beispielsweise Apple. Bei 3M insbesondere interessant das aktuelle Bewertungsniveau und die aktuelle Dividendenrendite im Vergleich zur historischen Dividendenrendite. Und hier bin ich jetzt schon in den Dividendenturbo gesprungen, wo man ja die Entwicklung der Dividendenrendite schön sieht. Und momentan kriegen wir ja 3,47% Dividendenrendite. Und wir sehen hier, es gab nur einen einzigen Zeitpunkt in der Vergangenheit, zumindest also wir gehen bis 2000 zurück, und zwar während der Finanzkrise, wo wir mit einer höheren Dividendenrendite hätten einsteigen können. Aber da auch nur innerhalb weniger Monate. Also die Finanzkrise hat ja ihren Ursprung in den USA, hat da angefangen im Sommer, Spätjahr 2008. Da hat es dann gerappelt mit der Subprime-Krise, mit den Krediten, die nicht mehr bedient werden konnten, den Immobilienkrediten. Und dann hat die ja zu uns übergeschwappt. Und im 31.12.2008, man sieht, wie die Dividendenrendite hochging. Und im 31.12.2008, da hat man eine Dividendenrendite gekriegt, wie wir sie heute schon haben. Also so hoch ist die heute schon. Und dann gab es nur wenige Monate, Januar, Februar, März. Und das war's schon. Und in den Monaten hätte man eine höhere Dividendenrendite bekommen, weil die Aktienkurse so eingebrochen sind. Und dann schon die Erholung. Und schon im April 2009 lag die Dividendenrendite nicht mehr über der heutigen Dividendenrendite oder ganz minimal. Und ist dann sofort weiter eingebrochen. Das heißt, wir haben also wirklich eine hohe Dividendenrendite.
Und einen zuverlässigen Dividendenzahler, das sieht man hier, das sieht man auch da oben, steigert seit 61 Jahren. Und hier sieht man das Ganze ja nochmal schön tabellarisch, wo wir immer den Vergleich ziehen zwischen der aktuellen Dividendenrendite und der durchschnittlichen Dividendenrendite in den letzten 12 Monaten. Da liegt also mit 0,6% höher. Im Vergleich zu den letzten 2 Jahren liegt es sogar um 0,94% höher. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 5 Jahre um 1%. Und zum letzten 10 Jahren nochmal etwas mehr. Das Ganze sieht man auch, wenn man hier diese Korridore einblendet. Da sehen wir hier, dass wir den 12-Monats-Korridor nach oben gerade, dass wir oben gerade anklopfen quasi. Und wenn wir dann noch die länger laufenden Korridore einblenden, dann sieht man, dass wir immer weiter quasi hier aus der Mitte rausragen und aus dem Korridor rausstoßen. Hier sind die 10 Jahre, das sind wir halt deutlich drüber. Insofern könnte 3M durchaus interessant sein. Wir können das Ganze noch ein bisschen genauer angucken, wenn wir uns hier mal die fairen Werte anschauen. Da müssen wir mal hier ein bisschen reinzoomen. Und Dividendenrendite haben wir gerade gesehen. Die machen wir weg. Ich möchte auch das gleich mal hier wegmachen fürs Erste. Blenden wir nachher ein. Ich möchte jetzt nochmal den Kurssturz relativieren. Kurssturz. 3M kam von knapp 260 US-Dollar und liegt momentan bei etwas über 160 US-Dollar. Also dann 100 US-Dollar nach unten, so ungefähr. Und das sieht auch insbesondere so in dem, ja, im Kurschart entsprechend dramatisch aus. Relativieren wir das jetzt mal ein bisschen, wenn wir uns mal anschauen, wie hoch die Bewertung gewesen ist von 3M. Im Durchschnitt 2018. Da war das KGV bei knapp 23 und das KCV bei knapp 20. Und wir sehen, wie hoch das ist, weil der dünne Balken über den breiten Balken ragt. Und der breite Balken, das ist das durchschnittliche KGV der letzten 10 Jahre oder das durchschnittliche KCV der letzten 10 Jahre. Und diese Einjahres-KGV, das KCV, sie stoßen deutlich darüber raus. Und es zeigt halt, dass die Aktie in 2018 im Durchschnitt sportlich bewertet war. Und wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation angucken, dann sehen wir hier, dass diese engen Balken, das ist das aktuelle KGV und KCV, dass die einfach wieder zurückgegangen sind, quasi, die haben sich wieder zurückgezogen in den historischen, ins historische Mittel rein. Und das übersetzt sich dann eben, wenn man da jetzt drauf, das nehmen wir nicht mit rein, aber hier die beiden, wenn wir die beiden fairen Werte angucken, dann übersetzt sich das so, dass wir jetzt halt wieder irgendwo am Kurs sind, der ja, normales Kursniveau widerspiegelt. Mein KGV und KCV 154 US-Dollar, 162 US-Dollar und der Kurs bei knapp 164 US-Dollar. Und jetzt haben wir also wieder eine Aktie, die fair bewertet scheint. Wenn wir jetzt den Fernwert der Dividende mit einblenden, dann sehen wir, dass die Aktie hier eigentlich sogar mehr wert wäre, weil die historische Dividendenrendite, also wie viel Dividende wir quasi, oder wie hoch die Dividendenrendite in der Vergangenheit gewesen ist, die lag immer deutlich drunter unter dem Akt unter aktuellen Dividendenrendite. Außer halt die paar Monate während der Finanzkrise, das haben wir ja gesehen. Also aus dem Blickwinkel wäre die Aktie unterbewertet. Das könnte also insgesamt zusammengefasst 3M durchaus zu einer interessanten Aktie machen. Gucken wir uns jetzt mal aber die anderen beiden Kandidaten noch an natürlich. Da wäre Honeywell International und Honeywell ist auch ein solider Dividendenzahler und hat, obwohl sie nicht so bekannt sind, glaube ich, wie 3M, eine höhere Marktkapitalisierung mittlerweile als 3M. Gucken wir uns die mal an. Bevor wir das tun, fundamental, damit wir wenigstens einen kleinen Eindruck kriegen, was sie denn eigentlich so tun. Die waren ursprünglich in der Klimatechnik zu Hause, in Gebäuden, haben also viel mit Thermostaten gemacht, mit ja, Klima- oder Temperaturregelung. Machen sie immer noch. Auch in Gebäuden, das wäre dann dieses Segment hier. Honeywell Building Technologies. Und man sieht aber, dass es nicht mehr das stärkste Segment ist. Das stärkste Segment ist jetzt Aerospace, also Luft- und Raumfahrt. Und da teilt sich das auf in den kommerziellen Bereich. Und in dem ja, Bereich Rüstung, Militär. Und dann gibt es hier wieder die unterschiedlichen Untersegmente. Da möchte ich aber nicht so arg jetzt in Detail drauf eingehen. Das ist, macht auch so teilweise ähnlich wie MTU Aero Engines, über die hatten wir auch abgestimmt. Und da gibt es dann auch einmal die primäre Ausrüstung, wo quasi
im Bau befindliche Flugzeuge beispielsweise ausgerüstet werden mit einzelnen Komponenten. Und dann gibt es hier so dieses Wartungssegment Aftermarket, was mehr ausmacht wie die eigentliche Zulieferung für den Bau. Dann gibt es hier drüben noch, so geht es so ein bisschen in Richtung, sage ich jetzt mal, BASF und so, das Richtung Chemie, Performance Materials and Technologies, Advanced Materials. Beispielsweise machen sie da thermische Materialien, die da verbaut werden in Smartphones, um die Wärme abzuleiten, weil die ganzen Chips, die produzieren ja Hitze und die muss abgeleitet werden. Und dann Prozess Solutions, die machen auch noch viel mit Unternehmensberatung, auch für andere Industriebetriebe. Und Safety and Productivity Solutions, wo es um Arbeitssicherheit geht, aber auch hier um Produktivität, auch das wieder sowas. Ich habe mal bei KPMG gearbeitet, da gab es dann auch ein Segment, das hat sich mit Unternehmensberatung beschäftigt. Die machen auch Unternehmensberatung. Also auch so ein Tausendsaar. Aber im Unterschied zu 3M läuft es bei Honeywell momentan so richtig gutes Geschäft. Und ich habe nicht gefunden, dass sie unter dem Dollar leiden, obwohl sie auch nur in Anführungszeichen nur 40% der Umsätze in den USA machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die ein besseres Währungsmanagement haben, ob die ausschließlich in US-Dollar fakturieren oder ob die einfach die Währungsschwankungen weitergeben können an die Kunden. Auf jeden Fall, das Geschäft hier läuft ziemlich gut. Während 3M ein organisches Umsatzwachstum prognostiziert im laufenden Geschäftsjahr von minus 1 bis 2%. Geht Honeywell von einem organischen Umsatzwachstum zwischen 4 und 6% plus aus. Entsprechend läuft auch der Aktienkurs bei Honeywell deutlich besser. Gucken wir uns jetzt erstmal hier, um fundamental nochmal einen schönen Eindruck zu kriegen, oder das Big Picture, Umsatz- und Margenentwicklung an. Da sehen wir, dass es schon ein bisschen holprig ist. Aber bei Honeywell, gehe ich davon aus, dass es sehr viele Splits sind. Hier haben wir jetzt einen Umsatzrückgang übrigens von 2018 auf 30.06.2019, letzte 4 Quartale. Und der ist zwei Spin-offs geschuldet. Das heißt, das muss man halt so ein bisschen mit Vorsicht genießen hier. Aber wir sehen auch hier, dass wir ein Umsatzwachstum haben. Wir sehen hier insgesamt steigende Margen. Und man sieht hier auch, dass die Margen relativ stark anziehen sollen, die operativen Margen. Und das wird insbesondere oder explizit im letzten Quartalsbericht mit den beiden Spin-offs in Verbindung gebracht. Man hat hier also ein margenschwaches Geschäft abgestoßen und das sorgt dann dafür, dass wir auf der einen Seite jetzt leicht rückläufige Umsätze haben, auf der anderen Seite aber dann anziehende Margen. Die machen, wir haben jetzt einen Umsatz ungefähr, wie viel haben sie jetzt? Von knapp 40 Milliarden, 38,6 Milliarden. Also nicht ganz klein, so wie 3M, also relativ groß. Wir sehen hier schön anziehende Umsätze, nein, nicht Umsätze, Cashflows und bilanzierte Gewinne. Und hier dann auch, naja, hier einen kleinen Sprung nach oben, sicherlich durch den Verkauf dieser beiden Spin-offs. Das sieht man dann auch wahrscheinlich, ja, wenn man hier die Nettomarge einblendet, dann springt die wieder über die operative Marge. Da sieht man, dass das was Außergewöhnliches ist. Deshalb darf man sich nicht dran irritieren lassen, dass dann der Gewinn wieder hier sinken soll. Hier wurde mal ein Verlust gemacht in 2.1, 2.2, aber die Finanzkrise hat man relativ gut überstanden. Blenden mal kurz den freien Cashflow ein. Da ist noch mehr Luft nach oben bezüglich Dividende als bei 3M in dem Fall. Schauen wir uns mal die Vollanalyse an. Was sehen wir da? Da sehen wir, dass die nicht ganz so fleißig sind, was Aktienrückkäufe angeht. Also das ist relativ wenig, das passiert relativ wenig. Haben aber nichtsdestotrotz trotzdem schon eine beachtliche Position eigene Aktien angehäuft. Die waren fleißiger in 2007, 2008 vor der Finanzkrise. Da haben sie ordentlich Aktien zurückgekauft. Und jetzt, erst in den letzten Jahren, ist es wieder angezogen. 2,5%, 5,3 auf die letzten 4 Quartale bezogen. Ja, was gibt es denn da? Ein bisschen Goodwill, okay. Wir machen mal hier Treasury Stocks weg. Schulden haben sie auch. Gucken wir mal, wie die Schuldenquote so verläuft. Die geht aber tendenziell eher nach unten, liegt momentan bei 50%. Das ist also alles im grünen Bereich. Und der Goodwill, der ist schon relativ lang, relativ hoch. Würde mich jetzt erstmal nicht über die Maßen beunruhigen. Das Geschäft scheint ja zu laufen. Interessant natürlich dann hier,
die Bewertung, aber vorher gehen wir mal noch in den Dividendenturbo rein. Gucken wir mal, wie die aktuelle Dividendenrendite so aussieht im historischen Vergleich. Zoomen da mal raus. Die Dividendenrendite beträgt knapp 2% im Vergleich zu 3,5% bei 3M, ist also deutlich niedriger. Und wir sehen auch, dass sie im historischen Kontext doch relativ niedrig ist. Während der Finanzkrise hätte man mal einsteigen können mit 4%, 4,2% sogar. Und vor kurzem gab es mal 2,3%, momentan halt nur 2% in Anführungszeichen. Soll dann steigen auf 2,2, 2,3%. Ja, da eben deutlich weniger. Und man sieht auch hier an den Zahlen, dass wir irgendwo eigentlich im historischen Mittel momentan liegen, wenigstens wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, also ungefähr bis hier. Hier sehen wir die letzten 20 Jahre. Dann man bekommt also etwas weniger. Wir gucken uns nachher mal noch den Dividendenbenchmark an. Das sieht man dann, wie wir, wenn wir jetzt dann quasi noch weiter in die Zukunft blicken, wie sich die Dividendenrendite entwickeln könnte. Gucken wir mal an, ob die Aktie auch Fair Value technisch eher sportlich bewertet ist. Zoomen wir hier mal rein. Und da sehen wir, basierend auf dem Gewinn hätten wir jetzt eine faire oder genau einen KGV, der Historie nahe kommt. Aber ich habe es ja oben schon angedeutet. Na, gehen wir mal nach oben. Da haben wir ja hier diese außergewöhnlichen, das sehen wir ja, dass wir die Nettomarge über der operativen Marge haben, dass wir über diese Spin-offs wahrscheinlich mal einen künstlich erhöhten Gewinn haben. Deshalb können wir den nicht benutzen. Gehen wir dann auf den voraussichtlichen oder also auf das prognostizierte, auf das Ergebnis des prognostizierten Geschäftsjahres. Also kompliziert ausgedrückt. Also 2019 gucken wir uns an den fairen Wert an und der KGV und KCV für 2019. Und da sehen wir, dass wir etwas über dem historischen Mittel liegen. KGV ist 20,6 und KCV 18,5 liegt etwas über dem historischen Mittel. Insofern ist auch die Aktie momentan doch eher leicht überbewertet. Wir hätten hier einen Fernwert zwischen 146 und 147 US-Dollar, also sehr nah beieinander. Sogar wenn wir den Fernwert der Dividende reinnehmen, 150 US-Dollar. Also alles liegt extrem nah beieinander, alle Fernwertberechnungen. Der Kurs liegt jetzt aber bei 167 US-Dollar. Wir müssten noch uns ein bisschen gedulden bis zum nächsten Geschäftsjahr und da hätten wir dann ungefähr den fairen Wert erreicht. Also ist jetzt die Aktie etwas höher bewertet als 3M, weil das Geschäft momentan eben relativ gut läuft. Die Aktie halt etwas teurer. Dann gibt es noch Siemens. Und an der Stelle wieder mal hier danke an alle Aktien. Die haben nämlich hier eine schöne Analyse über Siemens. Gibt es eben viel Text und die habe ich mir auch mal kurz durchgelesen. Und Siemens gucken wir uns jetzt an. Siemens, ähnlich wie Honeywell, die sind auch mehr oder weniger fleißig dabei, Aktien oder Unternehmensteile oder Segmente in die Selbstständigkeit zu überführen. Das machen sie eigentlich auch schon relativ lange. Ich kann mich daran erinnern, Infineon war ja auch mal ein Teil von Siemens. Das heißt, und die sind ja dann auch abgespalten worden in eine eigene AG. Das heißt, im Prinzip ist das nichts Neues. Jetzt das letzte Kind oder Baby, was in die Selbstständigkeit entlassen wurde, war, glaube ich, Siemens Health Engineers. Und hier sehen wir dann die Umsatzentwicklung. Mag jetzt auf den ersten Blick erstmal enttäuschen, weil hier sieht man eben nicht, dass wir steigende Umsätze haben. Wenn wir die Margen angucken, dann sehen wir, dass die leicht steigen. Die sollten ja wenigstens steigen, sage ich mal, wenn sich das Unternehmen quasi verschlankt, um effizienter arbeiten zu können. Dann sollte man das anhand der Margen sehen. Die sind tendenziell auch leicht gestiegen. Hier waren sie bei 3%, 4,5%, jetzt sind sie bei 7%, aber die lagen auch schon mal drüber, ne? 2010, 2011. Also sieht doch eher recht durchwachsen aus. Wenn wir uns das Ganze mal hier in Form von Earnings und Cashflow pro Aktie angucken und Dividende, dann sieht schon eine Steigerung. Hier gibt es mal einen Ausreißer nach oben. Das muss auch was Außerordentliches gewesen sein. Woher weiß ich das? Zum einen natürlich, wenn ich die Nettomarge einblende, dann liegt die mal wieder über der operativen, da sieht man es schon. Und dann wurde hier nur eine Sonderdividende bezahlt.
War das vielleicht Infineon? Hätte ich mal nachgucken können. Vielleicht war das sogar der Spin-off von Infineon, der den Gewinn hier hochgetrieben hat und zu einer Sonderdividende geführt hat. Jedenfalls sollte uns das nicht irritieren. Das kann man sich wegdenken. Oder man kann auch einfach ein bisschen näher reinzoomen, dann sieht man es nicht mehr. Noch ein bisschen näher. So, ja, dann sieht man, dass man hier doch steigende Earnings per Share und Cashflow pro Aktie hat. Und die Dividende ist ja auch gesteigert worden. Dann gucken wir mal in die Vollanalyse rein. Jo, was sehen wir da? Ja, sieht eigentlich alles soweit in Ordnung aus. Wir sehen, dass die Dividenden immer schön gedeckt sind. Wir sehen, dass ab und zu hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht, tatsächlich. Ab und zu hat sie sich reduziert. Mal so, kein einheitliches Bild. Ich würde vorschlagen, wir gehen da einfach jetzt in die Bewertung über. Gucken wir uns erstmal die Dividende an. Aktuell 4,3% knapp. Das heißt, mehr als 3M sogar. Und dann gucken wir hier mal an, wie das Ganze im historischen Vergleich aussieht. Und auch da sehen wir, dass in Summe, wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, da sieht man, dass man eigentlich immer mehr Be Dividende bekommt für Siemens. Und ja, wir haben hier noch aber ein relativ starkes Auf und Ab von der Dividende und momentan ist die Dividendenrendite eben wieder relativ hoch. Sie war auch schon mal niedrig, nur unter 2,8% in 2017. Jetzt, wie gesagt, wieder 4,3%. Soll weiter steigen und wir hätten dann ab jo, Spätjahr 2020 sogar 4,7% Dividende. Das ist schon recht ordentlich. Und man sieht das Ganze natürlich immer auch wieder hier grafisch, dass wir über dem historischen Mittel von 12 Monaten bis zu 10 Jahren liegen. Das Ganze sieht man natürlich auch, wenn man die einzelnen Dividenden, also die einzelnen Korridore einblendet, klar. Und wenn wir uns die Dividenden hier einblenden, dann sehen wir hier auch die doch teilweise recht stark ausfallenden Dividendensteigerungen, die wir haben. Und hier sehen wir noch die Sonderdividende, die hier bis zu einer Verzerrung geführt hat. Gucken wir mal an, wie Siemens fair, also aussieht bezüglich der Fernbewertung. Das kann man wieder wegmachen. Erst einmal nach oben scrollen kurz. Ja, ich denke, da können wir auch schon hier alles im Prinzip schon nehmen. Also auch hier den aktuellen Zeitpunkt. Und da sehen wir, dass wir oder das 3M, dass Siemens hier schon auch schon fair bewertet wäre. Der Kurs liegt momentan bei 89 US-Dollar. Der war mal schon deutlich höher. Sogar in 2017 hat Siemens 133 Euro gekostet. Nicht US-Dollar, Euro. 133 Euro gekostet. Momentan kriegen wir die für 89 Euro, also deutlich drunter. Und der faire Wert liege irgendwo zwischen 82 und 87 Euro. Also leicht drunter. Das heißt, die Aktie wäre immer noch leicht überbewertet. Wenn wir aber auf die Dividende schielen, dann wäre der faire Wert deutlich höher, klar, weil die aktuelle Dividendenrendite eben deutlich über dem historischen Mittel liegt. Und dann gehen wir mal noch in den Dividendenbenchmark, den ich ja versprochen hatte. Hier die Prognose für Siemens. Da sieht man, wie die Dividende anzieht. Aber relativ bescheiden von momentan eben 4,25%, irgendwann 6,42%. Also relativ schwaches Dividendenwachstum. Hier auf der einen Seite gucken wir uns mal 3M an. Bei 3M haben wir momentan eine niedrigere Dividendenrendite, die würde aber etwas schneller wachsen, würde aber nicht an Siemens vorbeikommen in absehbarer Zeit. Und dann gucken wir uns mal Honeywell an. Die haben die niedrigste Dividendenrendite momentan, aber das tendenziell höchste Wachstum würde zuerst an 3M vorbeiziehen. Allerdings würde das 12, 13 Jahre dauern und dann noch 3, 4 Jahre später auch die Dividendenrendite von Siemens übertreffen. Das ist also für diejenigen, die sehr lange sich engagieren wollen, die könnten dann irgendwann damit rechnen, dass Honeywell die höchste persönliche Dividendenrendite abwirft. Gucken wir uns mal noch die Kennzahlen an, die dividendenbasierten Kennzahlen. Da hatte ich ja schon erwähnt gehabt, dass Siemens aktuell die höchste Dividendenrendite ausschüttet. Die haben allerdings auch die höchste Ausschüttungsquote, wie wir hier sehen, sowohl auf den Gewinn als auch auf den freien Cashflow. Dann haben wir hier ja noch die Jahre, seitdem gesteigert bzw. nicht gesenkt wird. Und dann das Wachstum der Dividende. Da sieht man, dass bei Siemens das Dividendenwachstum noch stark nachgelassen hat
im Schnitt auf die letzten 10 Jahre betrachtet, liegen alle oder spielen alle in der gleichen Liga. Aber schon wenn wir uns das Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre angucken, dann sehen wir, dass Siemens ganz deutlich zurückfällt. Und wenn wir dann das geschätzte Dividendenwachstum fürs laufende Geschäftsjahr nur anschauen, dann sehen wir, dass Honeywell weiterhin im Prinzip in der gleichen Liga spielt, in der sie auch immer schon gespielt haben oder wo sie waren. Und dass jetzt auch 3M zurückfällt, ja, ist ja auch kein Wunder, wenn das organische Umsatzwachstum jetzt mit -1 bis 2% tituliert wird, dann ist der Mund natürlich auch nicht allzu viel zu erwarten in der näheren Zukunft. So, das soll es dann mal gewesen sein. Ich gebe das Ganze dann mal zur Abstimmung frei und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.